Electrif.net, der Branchendienst für Elektromobilität. Mit freundlicher Unterstützung von CMS Hasche Siegle, weil Innovation ihr gutes Recht ist. Ja, nationale Konferenz Elektromobilität hier in Berlin. Bei uns ist Thorsten Günther von der RWE Effizienz. Sie verantworten quasi den Betrieb als Leiter der Operations an der Stelle. Wie ist denn so Ihr Gefühl, Status 2015? Wo stehen wir denn in Sachen Elektromobilität und Infrastruktur? Ich glaube, wir stehen recht gut da. Natürlich sind wir immer schnell damit zu kritisieren und zu sagen, wir sind noch nicht ganz so weit. Aber wir haben heute einen Stand erreicht, wo die meisten Elektromobilisten schon längere Strecken zusammen zurücklegen können und unproblematisch an jedem Ort laden können. Ich denke mal, das ist ein Punkt. Ob die Infrastruktur reicht oder nicht, darüber ließe sich streiten. Mehr würde auf alle Fälle wahrscheinlich diesen Markt noch weiter ankurbeln. Und wie es weitergeht bei RWE und der Infrastruktur, das besprechen wir jetzt. Ja, Herr Günther, RWE ist ja größter Infrastrukturbetreiber, Ladepunktbetreiber in Deutschland. Wie geht es denn weiter bei Ihnen mit dem Ausbau? Langsam, schnell, mittel? Das entscheidet am Ende der Markt. Also wir haben heute rund 2.500 Ladepunkte in Deutschland, 4.100 Ladepunkte in Europa, die wir betreiben. Das entwickelt sich kontinuierlich weiter. Im letzten Jahr haben wir rund 1.000 Ladepunkte dazugebaut. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Könnte schneller gehen, mag der eine sagen. Ich denke mal, es ist aber ein kontinuierlicher Fortschritt und das ist uns an der Stelle sehr wichtig. Im Moment sehen wir einen Trend zu Insellösungen, Hamburg, Berlin, wo man sozusagen auf der Stadtfläche ein Konzept ausprobiert, was erstmal in sich geschlossen ist, was man zwar nach außen öffnet, aber eigentlich ist es eine Insellösung. Wie bewerten Sie das? Naja, ein großer Antrieb und wir haben sehr viel Zeit und Mittel aufgewendet, um in roomingfähige Infrastrukturkonzepte zu kommen. Also, dass der Kunde sehr einfach, am besten per Plug and Charge, sein Fahrzeug laden kann, vielleicht eine App im Handy dazu braucht, schlechtestenfalls eine Karte und das Ganze dann auch noch über zum Beispiel Hubjack roomingmäßig in Europa anzubinden. Das waren immer unsere Ziele. Die werden natürlich ein klein wenig in Frage gestellt, wenn sich jetzt Insellösungen herauskristallisieren. Und die machen es auch für uns nicht immer ganz leicht, dort dann einen entsprechenden Roomingverbund hinzukriegen. Das ist sicherlich eine Herausforderung, die sich stellt. Ja, was machen Sie denn ganz konkret hier in Berlin, wo sich ja jetzt die Frage stellt, nach dem Berliner Modell umrüsten oder weiter betreiben? Wie sieht es da aus? Wir eruieren jetzt erstmal, was wir denn tun müssen und zu was wir verpflichtet werden. Wir schauen uns das in Ruhe an und dann werden wir entsprechende Entscheidungen treffen. Es ist für uns natürlich auch eine Frage der Kosten, die dabei entstehen. Zurzeit sieht es nicht so aus, als ob wir irgendjemanden finden, den wir die in Rechnung stellen können. Von daher ist das eine Herausforderung, klar. Dann sind wir schon schnell beim Kunden, wenn es um die Rechnung geht. Im Moment sehen wir einen starken Trend zum schnellen DC-Laden. Hat AC irgendwann mal ausgespielt im öffentlichen Raum? Das würde ich so nicht sagen. Wir sind Betreiber auch von einigen DC-Stationen. Ich möchte nur das Projekt von Aldi erwähnen, wo wir für Aldi Süd an 50 oder genau zu sagen 47 Standorten DC-Infrastruktur aufbauen. Da sind wir vollkommen offen. Nichtsdestotrotz möchte ich darauf hinweisen, dass das Laden, das netzfreundliche Laden im öffentlichen Raum natürlich am kostengünstigsten über AC möglich ist und eben auch das Laden, wenn Sie längere Standzeiten haben, einfach eine sehr kostengünstige Form ist. Zurzeit haben wir eine Situation, wo der Nutzer, denke ich mal, noch gar nicht alle Kosten in Rechnung gestellt bekommt. Ich bin mir da relativ sicher, dass insgesamt der Betrieb von DC-Infrastruktur schon teurer ist als der von AC-Infrastruktur. Man hat natürlich einen anderen Durchsatz. Das stimmt, ganz klar. Aber die Kosten sind höher und sie werden in bestimmten Situationen dann wahrscheinlich in Zukunft auch mehr dafür bezahlen müssen. Weil anders werden sich gar keine Businessmodelle dahinter rechnen lassen. Wo wir beim Bezahlen schon sind, die Community spaltet sich ja so ein bisschen immer an der Frage Zeit- oder Kilowattstundenbasierter Abrechnungstarif. Was präferieren Sie? Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, um entsprechend eichrechtskonform unterwegs zu sein und wir halten es einfach für den fairsten Weg im Umgang mit den Kunden, Kilowattstunden abzurechnen. Das gelingt aus technischen Gründen nicht überall, zum Beispiel zurzeit noch nicht beim DC-Laden. Da sind wir aber dran. Wir präferieren ganz klar kilowattbasiertes Abrechnen und denken auch einfach, dass es die fairste Lösung ist.
Ja, letztes Thema zum Schluss nochmal, Herr Günther. Am Horizont fahren ja schon die Tesla-Fighter aus deutscher Produktion auf mit ihren 80, 90 Kilowattstunden Batterien. Da kommt dann AC nicht mehr wirklich mit und auch 50 kW Schnellladung nicht mehr so richtig, zumindest nicht an der Autobahn. Alle träumen von dreistelligen Werten. Träumen Sie damit oder sagen Sie, oh Gott, wer soll denn das bezahlen? Bei Tesla bezahlt es Tesla. Von daher ist das ja an sich ein gutes Konzept, beziehungsweise für den Kunden ausgesprochen freundlich. Wir müssen da einfach gucken, wie sich das entwickelt. Das ist eine Technologie, die spricht mein Technikerherz an. Das ist sicherlich hochinteressant. Und wenn Sie lange Strecken zurücklegen müssen und punktuell laden, das ist genau die richtige Lösung, ganz klar. Was aber weiterhin nicht heißt, dass wenn Sie abends im Hotel stehen, nicht eine ganz normale Ladesteckdose für Ihr Fahrzeug brauchen. Das wird sicherlich auch gehen. Das heißt, das ganz schnelle Laden nur an den Hauptverkehrsachsen, an den Autobahnen, in der Innenstadt weiter AC oder auch so ein bisschen DC, 50 kW? Wir sind da ganz pragmatisch unterwegs. Am Ende entscheidet es der Kunde, wo er mit welcher Leistung laden will und wie die Preisbereitschaft da auch ist. Ich habe da eben ja schon darauf hingewiesen, das ist eine Technologie, die ist auch kostenintensiver und das wird sich in Zukunft erst zeigen, wie der Kunde damit umgeht. Electrif.net, der Branchendienst für Elektromobilität mit freundlicher Unterstützung von CMS Hasche Siegle, weil Innovation ihr gutes Recht ist.